Die Mitglieder der Familie Budding sind 1945 als Flüchtlinge nach Knesebeck gekommen. Und die Integrationswerkstatt ist natürlich ein tolles Projekt, jetzt die Gastfreundschaft, die die Familie Budding hier empfangen hat, auch zurückzugeben. Und Menschen, die benachteiligt sind in unserer Gesellschaft, die irgendwie durch die Maschen gefallen sind, die versuchen zu integrieren in unsere Gesellschaft und ihnen zu helfen, letztlich auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Firma wurde gegründet in Crossen an der Oder im Jahre 1777 als Kupferschmiede. Und mein Urgroßvater hat dann eine Erfindung gemacht, wie man Kupferrohre in großen Losen, in Öfen lötet. Und das war so der Einstieg in die industrielle Fertigung. Die Unternehmensidee dreht sich immer rund ums Rohr und um Werkstoffe. Früher Kupfer, heute nicht rostende Stähle. Aber das Wichtigste ist, dass wir in all den Generationen den Kunden zuhören. Dass wir also hören, wo ist das wirkliche Problem, die Herausforderung des Kunden und die dann umwandeln in Qualitätsprodukte und Top-Dienstleistungen. Und das hat sich, so hat sich das Produkt zwar gewandelt, aber der Grundansatz hat sich nicht verändert. Erfolg ist für mich eine Teamleistung, für die ich als Unternehmer die Rahmenbedingungen zur Verfügung stelle. Ich habe erkannt, dass ich als Unternehmer die tolle Möglichkeit habe, zu gestalten und zum Wohle der Menschen was zu tun. Die meisten von uns arbeiten 8 Stunden am Tag. Ich habe als Unternehmer die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, dass diese 8 Stunden Spaß machen, dass Menschen was Sinnvolles tun, ja, dass sie Gemeinschaft erleben, dass sie Schönheit erleben in ihrem Arbeitsplatz oder in den Produkten, die wir herstellen. Es motiviert mich, ja, einen technischen Fortschritt mit zu generieren, daran teilzuhaben und etwas zum Wohle einer Gemeinschaft und einer Gesellschaft zu tun. Philosophisch könnte ich sagen, Liebe treibt mich an.